Er ist viel, viel mehr als lediglich ein Treffpunkt der Branche zum beliebten Erfahrungsaustausch unter Kollegen. Und er findet nicht von ungefähr auf der Wartburg statt. Der erste Thüringer Ernährungsgipfel. Die Thüringer Lebensmittelhersteller haben sich richtigerweise schon seit geraumer Zeit zusammengetan in einem Netzwerk für die Ernährungsmittelbranche. Und dass es heute diesen ersten Gipfel gibt, ist eine logische Konsequenz der bisherigen Bemühungen. Und dass dieser Gipfel auf der Wartburg stattfindet unter dem Thema Megatrends, Regionalität, finde ich sehr, sehr sinnbildlich. Und so superlativ wie Titel und Versammlungsort ist auch die Aufgabe, der sich die Thüringer Unternehmen stellen, die Lebensmittel erzeugen, verarbeiten, veredeln und nicht zuletzt auch vertreiben und verkaufen. Die Frage, und deswegen kooperieren wir im Thüringer Ernährungsnetzwerk zusammen, wie werden die Unternehmen, die regionale Produkte hier im Freistaat Thüringen herstellen, zukunftsfähiger und leistungsstärker und wettbewerbsfähiger. So, und da ist unter anderem, na klar, die Differenzierung eine interessante Möglichkeit, und Regionalität ist ein Megatrend, der nicht nur von der Herstellerseite her provoziert wird, sondern er liegt ja ursächlich beim Verbraucher, der regionale Produkte nachfragt. Und so haben nicht nur die Hersteller, sondern auch der Handel dieses Thema für sich entdeckt, auch die Gastronomie, und versuchen dem Verbraucher entsprechende Angebote zu machen. Die Regionalität, das Vertrauen in die Herkunft der Produkte, macht also zuweilen den Unterschied in der Verbrauchergunst und ist daher nicht von ungefähr das Motto, die Überschrift für diesen ersten vom Thüringer Ernährungsnetzwerk organisierten Gipfel. Wissenschaftler, Produzenten und Handelsunternehmen kommen zusammen. Fachvorträge geben Impulse für einen regen Gedankenaustausch zum sogenannten Megatrend Regionalität. Kleinere Erzeuger verbinden mit dem Trend auch die Hoffnung auf bessere Wahrnehmung, auch bei großen Handelsunternehmen. Regionalität ist ja für uns kleineren Betriebe hier in Thüringen eben auch ein wichtiges Thema. Wie können wir unsere Produkte anbieten und dem Handel eben, sagen wir so, zu verstehen zu geben, dass sie sagen, ja, wir haben hier eine gute Spitzenqualität und unsere Produkte müssen auch einen bestimmten Stellenwert in den Regalen haben. Die Chancen auf die begehrten Plätze in den Regalen stehen durch die verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit nicht schlecht. Unterm Strich aber zählt die Nachfrageentwicklung. Wir glauben, dass Regionalität viel mehr ist als ein Trend, weil wir glauben, dass das für unsere Kunden und auch für uns, wir sind Teil der Gesellschaft, Globus ist Teil der Region, wir versuchen wirklich mit den Menschen uns eng auch zu verbinden. Und deswegen glauben wir, dass Regionalität deutlich mehr ist als ein Trend. Wir glauben auch, dass bewusste Ernährung, sich für Lebensmittel interessieren, auch sich für die Rahmenbedingungen interessieren, die mit Lebensmitteln verbunden sind, auch ein wichtiges Thema ist. Und es wäre unserer Meinung nach ein bisschen schade, oder meiner Meinung nach ein bisschen schade, wenn wir das als Trend sehen würden. Wir hoffen, dass da eine gewisse Veränderung auch im gesamten Thema da ist, auch mit einer Nachhaltigkeit. Damit ist die Aufgabe eigentlich klar definiert. Der Verbraucher bestimmt, welche Produkte, auch welche regionalen Produkte, ihren Weg auch über Handelsketten zu den regionalen Konsumenten finden. Lange und vielleicht immer noch unterschätzt die Entwicklung auch regionaler Marken. Ich glaube, wir werden unseren Beitrag innerhalb des Thüringer Ernährungsnetzwerks leisten, dass wir aufmerksam machen auf gute, qualitativ hochwertige Produkte aus Thüringen, das ist unser Ansehen, und das dem Verbraucher nahezubringen, so nach unserem Motto, das Gute liegt zu nah. Regionalität wird nachgefragt, und das heißt logischerweise in erster Linie vom Verbraucher. Den Verbraucher zu informieren, dem Verbraucher zu sagen, hier gibt es ganz, ganz tolle Produkte in der Region, das ist, denke ich mal, das Hauptaufgabengebiet, auf dem wir uns bewegen werden. Und da haben wir noch ein dickes Brett zu bohren, wie man so schön sagt. Die Vermutung, dass dieses Brett für einzelne Unternehmer womöglich zu dick werden könnte, war sicher auch Beweggrund für die Landespolitik, die Bildung des Ernährungsnetzwerkes zu fördern. Schon jetzt zahlt sich diese Entscheidung aus. Insbesondere ist es auch für die Politik wichtig, dass wir einen Ansprechpartner haben, den wir auch im politischen Entscheidungsprozess Antworten abverlangen. Und natürlich wollen wir mit diesen ganzen Aktionen auch Wertschöpfung, Arbeitsplätze etc. pp. Alles hier in Thüringen halten. Und das, ja, gemeinschaftliches Zusammenarbeiten ist, ich denke mal, ohne Frage ein ganz wichtiger Aspekt. Und das leistet eben dieses Ernährungsnetzwerk in vorbildlicher Weise, muss ich sagen.
Mit dem ersten Ernährungsgipfel sorgt das Netzwerk jetzt auch für eine breite Öffentlichkeit und bestärkt damit auch die Mitgliedsunternehmen, weiter auf die Karte der Regionalität zu setzen. Wir konnten mitnehmen, dass wir als regionaler Produzent Chancen in Thüringen haben, unsere Produkte hier auch über den Handel zu vermarkten. Für mich war das insgesamt sehr interessant, einmal wie die Theoretiker über die ganze Geschichte denken, sprich die Professoren, die ihre Vorstellung Regionalität hier rüberbringen wollten und dann, wie es der Handel rübergebracht hat. Das hat mich schon überrascht, dass man es jetzt auch mit dieser Deutlichkeit vorantreibt, auch kleinere lokale Produzenten zu aktivieren und mit einzubeziehen in die Märkte jetzt mit diesem Konzept. Das ist schon toll. Eine Reaktion, die neben dem Organisationsteam des Ernährungsnetzwerks auch dessen Vorstand bestärkt, diesen Weg konsequent weiter zu beschreiten. Denn eigentlich geht es nicht nur um Wirtschaft und Geschäft, sondern um unser aller Lebensmittel. Was uns besonders freut, ist die rege Diskussion aufgrund der Vorträge, die schon stattgefunden haben. Also es ist immer schwierig, wenn so eine Veranstaltung ist und keine Podiumsdiskussion stattfindet. Meldet sich dann jemand, waren die Themen so interessant, liegen wir überhaupt richtig mit unserem Thema an sich, Regionalität. Und also ich bin beeindruckt auch über die Vielfalt der Themen, die da nochmal extra angesprochen wurden, wie die vertieft wurden. Und das sind alles sehr praktische Fragen. Ja, man merkt vom Unternehmen heraus oder jetzt von der Handelsseite, egal wie auch immer, letztendlich sind wir auch alle selber Verbraucher und jede Frage berührt einen selbst. Würde mich genauso interessieren, nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Verbraucher.